Getty Images Paul Gascoigne gehört zweifellos zu den Pechvögeln der englischen WM-Geschichte. Nachdem er 1990 als einer der besten Mittelfeldspieler der Endrunde maßgeblich zum Halbfinaleinzug Englands beigetragen hatte, wurde ihm im Spiel gegen Deutschland ein Foul an Thomas Berthold zum Verhängnis. Gascoigne, Spitzname Gesse, erhielt seine zweite gelbe Karte im Turnier und war so für das mögliche Finale gesperrt. Da die Enttäuschung und die unterdrückten Tränen es ihm unmöglich machten, im Elfmeterschießen anzutreten, sprang Chris Waddle für ihn ein und drosch den Ball über die Latte. Deutschland zog ins Finale ein und wurde Weltmeister.